Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe die Nacht wieder auf der Bank verbracht, Leute. Irgendwann ändert sich das noch. Aber momentan schlafe ich auch gerne dort. So. Das hier ist auf jeden Fall ein neues Gebiet. Das müssen wir noch groß erkunden. Erstmal, wie sieht unser Kampfgebiet hier aus? Oh, Ouroboros-Banditen! Was macht ihr denn hier? Ihr gehört hier, glaube ich, nicht hin. Tschüss! Zack. Sind ja einfach die Banditen. Was haben wir hier? Irgendein Fragezeichen etwas. Können wir gleich erkunden. Ich will erstmal das links hier erkunden. Thomas Labor. Könnte das das Labor sein von dem, den wir gerettet haben? Hier ist ein Roboter. Ich bin Arsch, ein Diener von Meister Thomas. Sie wie Illis, was ist Ihr Anliegen? Besuch. Okay, er erwarte keine Besucher und hat mich einfach in den Abgrund geworfen. Wenn ich nicht schwimmen könnte, ne? Wäre ich tot. Der kennt mich auch nie wieder, ne? Praktikum. Master Thomas hat ein Interesse an einem menschlichen Praktikanten geäußert. Bitte bereiten Sie sich vor, getestet zu werden. Ich habe das Gefühl, ich müsste irgendeinen Eignungstest bestehen. Hier spricht Ark. Ich werde Ihre Testung durchführen. Für die Dauer des Tests können Sie an jedem aktiven Terminal mit mir kommunizieren. Dies ist die Quest-Etage. Fühlen Sie sich frei, unsere Annehmlichkeiten in Anspruch zu nehmen. Ihre Tests sind in der Etage. Unter dieser Etage zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. Also ich soll jetzt einfach nur die Knöpfe drücken oder wie? Um ein Mitarbeiter zu werden, ist ein grundlegender Intellekt erforderlich. Zu Ihren Rechten finden Sie vier Türen. Jeder davon behaust eine Prüfung und ein Medaillon. Bestehen Sie mindestens drei Prüfungen und zeigen Sie mir dann Ihre Medaillons. Okay, ich hole das erstmal zurück, weil ich das wahrscheinlich noch brauche. Okay, heute haben wir offenbar die Robo-Folge. Ich gehe mal der Reihe nach. Okay, das sollte leicht sein. Jetzt ist die Frage, wie... Ah, ich sehe es schon. Einmal so ganz knapp. Okay. Aufladen und rüber damit. Okay, das war einfach. Ich würde sagen, ersten Test bestanden, oder? Ich werde ein großartiger Praktikant. Na dann, Tür Nummer 2. Oh, das wird gemeiner. Ich verstehe schon. Ah, okay, ich dachte, ich müsste hier wiederholen. Damit drehe ich die. Okay. Hier kann ich ja jetzt nichts mehr falsch machen. Okay, Test Nummer 2 war auch leicht. Komm, ich schaffe alle vier Medaillen, dann muss der mich nehmen. Kann ich mir jetzt unendlich Kisten hier machen? Ich sehe schon, ich muss mir einen Turm basteln.
Ein guter, kann mit 3D-Druckern arbeiten. Ja, toll, ich hatte 3D-Drucker schon aufgebraucht. Mir fehlt's an Kisten. Kann ich die auch... Warte mal. Zack. Dann mache ich mir so. Und dann hoffe ich, dass das reicht. Okay, klappt nicht. Ich kann mir nur zwei mehr was drucken. Okay. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich ein Item. Warten wir damit noch. Ah, das ist ein Kampftest. Na klar. Initiere Kampftest, Schwierigkeit, bitte. Oh, die Dinger schießen. Eingetroffen. Kann ich die Dinger eigentlich zurückschlagen? Die abschießen? Aua. Mir tut das weh. Ich habe einen weggeschlagen. Okay, runterschießen. Oh, der war offenbar schon ein Fratze. Hin, draufprügeln. Aua. Geschafft. 3 Melodions. Okay. Aber wie käme ich jetzt hier weiter? Ich kann ja offenbar nur zweimal was drucken. Oder sehe ich das falsch? Ich müsste an das Teil da oben dran kommen. Warte mal. Ui, ich kann da rein. Ich sag ja, der beste Praktikant, den der Typ jemals gesehen hat. Ich mache ja auch überhaupt nichts unordentlich. Ich versuche das gerade. Aber ich glaube, ich käme schlicht und ergreifend nicht hoch genug. Wahrscheinlich ist das hier gar nicht vorgesehen, dass man es auf dem ersten schafft. Ja, dann zeige ich die 3 jetzt mal vor. Ich zähle mindestens 3 Millionen. Lobenswert. Fahren Sie fort. So. Und 4 weitere Prüfungen. Was ist das jetzt wieder für ein Test? Wir werden nun die Speicherfähigkeit Ihres Gehirns mit einem Quizspiel testen. Musik und Licht, bitte. Diese Tests werden oral durchgeführt. Der Umfang der Fragen bezieht sich ausschließlich auf Dinge innerhalb Thomas Labor. Eine falsche Antwort bedeutet sofortiges Versagen. Sind Sie bereit? Ja. Arch. Frage, wenn Sie diese Einrichtung verlassen wollen würden, wie viele Aufzüge müssten Sie benutzen? 2 waren es bisher. Und ich darf die ganze Praktikumsprüfung erneut machen. Wie oft ist in Rotea den Bildern in der obersten Etage zu sehen? 5? Falsch. Rotea ist wahrscheinlich der andere Roboter. 1, 2, 3. Nur 3 Mal.
Schön, dass man hier auch Heil-Items kriegt. Und wie viel heilt das? Hallo? Also, jetzt habe ich's. 30 AP, ich gönn mir. Ich gönn mir. Das Ding hat 30 verdammte HP und kostet nur 18. Das ist billiger als das Sushi. Ja, arg. 0. 4. Frage, was ist der Slogan eines unserer Produkte, dem Kalorien-Slash? Alles, was ein Mensch braucht. Frage, wie viele Fragen habe ich Ihnen in diesem Raum, abgesehen von dieser, bisher gestellt? Ja, 4. Als ob die Frage, ich bist du bereit, auch noch mitzählt. 5. Lobenswert, Sie haben gezeigt, dass Sie ausreichend Speichervermögen als auch observatorische Fähigkeiten besitzen. Fahren Sie fort. Mein Gott, das ist die erste Frage hier. Sind Sie bereit, auch noch mitzählt? Ach, wieder so ein Teil. Oh. Muss ich das in der Luft schlagen? Ach nee, ich muss das so vor oben halten und dann so schieben. Okay, und wo ist jetzt der Schalter, um das da umzudrehen? Also, der ist es. Geschafft. Easy. 3 Medaillen brauche ich, ja. Oh, wieder sowas. Ja, wenn will ich doch, dass die darüber rutschen, oder nicht? Geschafft. Hab damit schon 3, aber ich will gucken, ob ich die 4. auch noch schaffe. Ist jetzt wieder so ein Kampftest, ne? Oh Gott, das werden ja immer mehr von denen. Hilfe! Aua! Wenn ich die ein paar Mal schlagen kann, besser. 2 Dinger bin ich schon mal los. Ich gebe mir mal so ein Slushy. Stimmt, ich kann die auch einfach runterschießen und danach ununterbrochen auf die ballern. Nur noch 2. Einer. Kaputt. Okay, hier habe ich alle geschafft. Ja, er zählt mindestens 3, also ich brauche die 4. gar nicht holen. Oh, hier kann ich zwischenspeichern. Und auch ein bisschen was kochen, wenn ich wollte. Was ist hier drin? Ach so, da muss ich das ununterbrochen treffen.
Geschafft! Jawohl! Beim zweiten Versuch. Oder den dritten, ich habe gerade nicht mitgezählt. Naja, wenigstens mehr Leben. Und was ist hier drin? Ach, hier baut er seinen Roboter, oder wie? Ich glaube, ich will die Einträge nicht lesen. Aber ich will einmal kurz da hinten kaputt schießen. Da kam was zu essen raus. Ein Kürbismuffin. So. Damit käme ich hoch. Glückwunsch! Mit dem Erreichen dieses Ortes haben Sie alle vorherigen Kandidaten in den Schatten gestellt. Der finale Test ist ein Interview mit Master Thomas höchstpersönlich. Bevor Sie gehen, fühlen Sie sich frei, unsere Annehmlichkeiten zu nutzen. Einer dieser Räume hat einen Boxsack. Sie können ihn zum Stressabbau nutzen. Viel Glück. Ah, dann sollte ich wahrscheinlich die Einträge doch lesen. Weil da sind bestimmt Informationen drin, die ich bei dem Vorstellungsgespräch brauche. Okay. Ich habe die anderen beiden Bücher jetzt gelesen. Das eine war so ein Spoiler darauf, was wir im Bosskampf hier vor uns haben. So eine riesige Maschine, die Gewehre ohne Ende hat und EMP-Granaten wirft. Offenbar sind die EMP-Granaten auch ihr eigenes Ende. Und ein bisschen über seine Schwester. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht verkacke. Jetzt hast du es wirklich geschafft. Du bist in ziemlich Schwierigkeiten, Thomas. Chill mal eine Minute. Ich bin sicher, wir bekommen das irgendwie geregelt. Was du hier baust, ist illegal. Lass das sofort. Zeus. Wo uns Friedensminister Earl? Er war viel zustimmiger. Er ist wegen Bestechlichkeit im Gefängnis. Was? Das ist überraschend. Nicht, dass er die Bestechung angenommen hat, aber dass er erwischt wurde. Hey, da ist jemand. Junge Dame, renn los und hol Hilfe. Dieser Wahnsinnige hat uns gefangen. Ich bin mir ziemlich sicher, der ist auch noch pervers. Ich sehe, du hast Verstärkung mitgebracht. Lobenswert. Unglücklicherweise braucht er schon etwas mehr als ein kleines Mädchen, um mich aufzuhalten. Los, mein Zerleger, nehmen Sie gefangen. Ah, okay, das war eine Vorbereitung auf den. Ich soll die Kugeln, die er macht, einfach zurückschlagen. Die Quietscheende hat den geblockt? Was mache ich jetzt eigentlich damit? Es in meinem Inventar vergammeln lassen. Aua. Aua. Nein, geh bitte weg von mir. Okay, das war zu stark. Ja, der zerlege ich ganz gut. Aua. Ich brauche einen Heal. Gut, dass ich mir so viele von denen gegönnt habe. Okay, wahrscheinlich sollte ich ein bisschen näher dran stehen. Aua. Aua. Das tut doch weh. Aua. Ich versuche mal in der Nähe zu bleiben. Schlechte Idee. Wenigstens bin ich hinter ihn geflogen. Ich bleib extra nah.
noch eine schlechte Idee. Der hat mich gleich doppelt gegriffen. Ich versuche mal eine andere Taktik. Greif das! Gut, dass ich da abgespeichert habe. Ich wollte doch nur einen Praktikantenjob. Ja, wir machen hier mal einen kurzen Break für heute. Wir machen den Bosskampf beim nächsten Mal nochmal. Weil die Folge geht bis jetzt schon ziemlich lange, auch wenn ich einiges rausgecuttet habe. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!